Entwicklungsprogramm. In der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf in Freising wurde heute der Auftakt des Ausbildungspaktes mit Afrika gefeiert. Mit dem Pakt soll der Wissensaustausch und die internationale Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern im Forschungsbereich der Landwirtschaft gefördert werden. Unterstützt wird das Programm vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Eine Welt ohne Hunger ist möglich und ein Afrika ohne Hunger ist möglich. Die Böden sind da, das Wasser ist da. Was fehlt, ist die Ausbildung der Bäuerinnen und Bauern in angepasster Mechanisierung, in neuen Methoden der Pflanzen- und Tierzucht. Dies wird an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf umgesetzt. Studentinnen und Studenten aus 11 afrikanischen Ländern entwickeln hier Geschäftsmodelle für die Landwirtschaft. Die neuen Konzepte sollen dann in den Heimatländern umgesetzt werden. Die 3 besten Geschäftsideen werden mit Preisgeldern der BayWa-Stiftung gefördert.